aus Lohr. Ich bin hier Tierphysiotherapeutin und Osteopathin mit eigener Praxis mit Wasserlaufband in Lohr in der Lindig-Siedlung. Und heute kommt der Fred zu mir. Das ist eine 13 Jahre alte Bulldogge, die ich seit einem Jahr regelmäßig alle zwei Wochen betreue. Und mit dem haben wir einiges vor. Fast jedes Mal das zu filmen, wie der Hund da drin läuft, um Veränderungen aufzeichnen zu können und sicherzustellen, dass wir eine Verbesserung erzielen. Das Wasserlaufband wird auch jedes Mal ein bisschen unterschiedlich eingestellt und gerade bei Lähmungen zum Beispiel ist es ganz wichtig zu dokumentieren, um wirklich feststellen zu können, erreichen wir in der Zeit, die wir haben, das Ergebnis, was wir haben wollen und brauchen auch. Ne? War jetzt gerade da und war zum ersten Mal fast 10 Minuten im Wasserlaufband. Das hat er super gut gemacht. Er war heute erst das zweite Mal im Wasserlaufband und war prima. Ansonsten haben wir unsere übliche Therapie gemacht hier mit Elektrotherapie, Ultraschall und auch Neurostim. Also ganz klassische Physiotherapie mit Gerätetherapie und ich bin sehr gespannt, wenn er in zwei Wochen wiederkommt, wie er sich entwickelt hat.